Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategie Command One Europe. Mehrspieler gegen General Honigblume. Also ein bisschen Befürchtung, dass da ganz viele Träger plötzlich ankommen. Kaputt schießen habe ich schon. Ja, diese blöden Panzer. Weil sie gerade halt einfach gespawnt sind. Gibt eine Panzerdivision und irgendwen Amerikaner könnte man sich, glaube ich, auch noch kaufen, sobald es heikel da wird für die Alliierten. Ach, endlich mal einer der Verbündeten. Hier die Lieferung von US-Panzern. Das ist ein Event. Dass die da einfach noch einen Panzer aufstellen dürfen. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt hier an. In anderen Ecken geht es ja in dem Sinne nur um Verschiebung. Dann auch die wirklich spannenden Sachen, die passieren. Du hast den Fadi nicht unterstellt. Warum auch? Du hast den Bomber, aber den Fadi hätte ich gerne. Also du kommst da mal irgendwie wieder ran. Wir können noch die Karte anmalen und jetzt müssten wir halt eigentlich wissen, wie es hier aussieht. Also okay, eine Deckung gegen alles, auch gegen Träger. Das könnte noch wichtig sein. Da finde ich eigentlich reingehen und die Panzer zerlegen. Eigentlich sich auch fragen, wo die Hakus sind, aber der Jäger müsste, finde ich, geheilt werden. Du kannst ja von dir aus nochmal hier oben reinfliegen. Wenn ich hoffe, dass du es überlebst, da sind die Hakus. Die Frage, was man überhaupt jetzt mit diesem Landungsboot macht. Dass wir immer noch da haben. Ja gut, rein und die Dinger zu Klum schießen, das müsste eigentlich der Plan sein. Heilen wird auch nach sich. Ich meine, wir haben das. Ja, okay, du könntest da vielleicht draufhauen, das bringt nicht so viel. Da hinten haben wir auf das Akku hämmern, du könntest da hingehen, aber hättest keine Versorgung mehr. Weil schon lustig wäre, wenn du hier den Kanal blockieren würdest. Falls du da überhaupt durchkommst. Das stimmt, wahrscheinlich ist eh einer an dem Hafen. Da auf dem Weg, also wartet, du wirst auf jeden Fall geheilt. Das Ding anzugehen. Gut, Schaden vermieden, aber trotzdem fraglich. Das ist wirklich so viel bringt und dann ist der Weg einfach sehr, sehr unklar. Gut, wir könnten natürlich auch nach Alexandria durchbrechen. Und die Stadt vielleicht einnehmen und dann einen Träger kaputt schießen. Hätte auch was. Nee, eigentlich müssen diese Panzer da weg. Hätte jetzt schon die ganze Zeit drumherum. Ich würde sagen, wir stürmen rein. Wir müssen von da, wobei. Ja gut, den kriegen wir nur von dem Feld aus.
Irgendwie war damit zu rechnen. Immerhin der andere bleibt und kämpft, aber Pack hat hier leider eine Kontrollzone. Ja, sehr gut, also wir könnten dahin fahren. Oh, das wird so abenteuerlich mit der Versorgung. Wobei, du könntest dahin. Ja, der muss ja geheilt werden. Dann den Panzer vernichten und das Akku treffen. Oder vielleicht dahin den vernichten und dann erstmal vorfahren. Wenn du erstmal hier hingehst, da können wir ja noch irgendwie eine Kette rumbauen. Bist du natürlich ein bisschen offen, muss man zugeben, falls er jetzt viel Luftwaffe hat zum draufhauen. Zumindest schwach versorgt und kommandiert sein, dass er, denke ich, nicht zu viel anstellen kann. Ja, dann musst du da hin und hoffentlich passiert dir nichts. Oder lieber du gehst da hin. Ihr könnte noch dahin und das Akku-Platten, aber nee, dann das stimmt alles ein bisschen zu gewagt. Ja, 1-1 muss jetzt nicht sein und ich würde sagen, ziehen wir so hoch, wie es wieder geht. Tja, jetzt ist noch die Frage, ob man einfach auch Spaß dann da hinten rum landet. Und halt wüsste, dass hier keiner wäre. Das jetzt einfach mal da rumzufahren. Dann, ja, da, dann landen wir zwar. Ich sollte mal vielleicht etwas klarer sprechen. Wenn man den Ort annimmt und dahin geht, dann haben die ja Kontrollzone und man kriegt den Kanal nicht gesperrt. Dann stellst du dich da notfalls ohne Versorgung hin. Doch, defensives Marinefeuer. Okay. Nur um dir noch ein bisschen Erfahrung zu geben. Wozu übermächtig kriegst du das Ding dann ja doch nicht gesperrt. Das kleine Schiff haut nicht so viel raus. Aber dann muss er sich natürlich irgendwie auf den konzentrieren. Ansonsten der Kanal für Schiffe zumindest gesperrt ist, was vielleicht optisch ein Anfang ist. Wie war das mit dem dritten Jagdflugzeug für da unten? Brauchen den vielleicht gerade mal um. Ich weiß, es kostet ein Vermögen. Und womöglich müssten die am Ende auch noch alle wieder zurück. Aber wenn du da anfliegst, setzt du dich ja schon dem Ding da aus. Ja gut, wobei ich habe zwei Flüge. Und trotzdem heikel. Ich meine, wenn die anderen Träger vorbeibringt und ich sie alle auf den konzentrieren, dann könnte der weg sein. Wir brauchen den gerade. Teure Angelegenheit. Sprechen wir nicht zu sehr drüber. So, ihr geht hier schon mal weiter in Position. Müsstet natürlich irgendwann nochmal geheilt werden. Irgendwann. Ungarn schlagen sie meist hier bei Lemberg. Häufig in den letzten Partien. Du kommst da schon mal mit runter, du kommst da hin. Das zweiten Panzer und ihr lauft hier. Auch schon mal alle weiter nach vorne. Ja, da oben braucht natürlich welche. Da muss auch noch irgendwas hin.
potenziell zur Küste, weil du ja auch ein Landungsboot kriegst. Du läufst mal weg, dass du ja nicht irgendwie für Warschau triggerst, weil wir dich da jetzt ja überhaupt nicht brauchen. Na gut, da unten kommen ja auch noch die rumänischen Armeen. Hätten wir dann einige. Ne, kurz mit der Diplomatie. So, jetzt bei 11%. Soweit, so gut. Dass die Italiener hatten ihren Kram gekauft, jetzt, wenn ich mich recht. Genau, Spezial und Fadi. Dann hätte ich sehr gerne, dass ihr eure Flotte wieder in Stand setzt. Die hat sich bisher ganz gut geschlagen. Außer, dass sie jetzt wahnsinnig beschädigt ist. Und dann könnten die vielleicht zu noch einem Einsatz rausfahren. Also wenn der schon schön, wenn der Panzer durchgeht. Ich meine, der Schrott, der Jäger, der wird glaube ich auch nach hinten geschoben. Der ist auch relativ Schrott. Das ist nicht mehr intakt. Müssen nur noch ein paar Einheiten rausschlagen, dann ist Ägypten erobert. Naja, das ist auch uns aber nicht so relevant. Man nicht viel machen kann. Ihr macht da weiter. Da ist einer, aber lass ihn doch. Welche haben wir geschoben? Schottenkämpfe in letzter Zeit sprechen wir jetzt mal lieber nicht, wie die teilweise ausgegangen sind. Unnötig ein größeres Schiff verloren. Ja, immerhin ein Zerstörer abgeschossen. Trotzdem nicht so die wahren Ergebnisse. Müssen wir mit euch forschen. Läuft. Muss wohl so laufen. Brauchen er noch Truppen. Der Panzer hat noch einen Moment Zeit. Wenn auch jetzt nicht mehr endlos viel eine Spezialeinheit, aber wir haben wahrscheinlich auch nur ein Langstreckenboot. Die mechanisierten bräuchten wir. Kriegen auch gar nicht mehr beide. Das ist doof. Nehmen wir den, die gefallene Armee. Ich habe natürlich schon gerne die Mobilität drauf und natürlich die Infanterie 2, falls das von der Zeit her passt. Also den gefallenen Panzer mit Mobilität, wenn schon, denn schon. Dann sparen wir auf nächstes Mal noch mehr und heilen dann langsam den Bestand hoch. Ach ja, der ungarische Panzer muss auch noch aufs Feld. Ey, ne, das wird lustig. Immer vor Barbarossa wird das Geld knapp, gerade wenn man dann hier auch sehr früh schon ziemlich im Einsatz ist. Aber dafür leiden die Briten hier ja immer auch gute Verluste und haben das Öl gerade nicht. Und wenn es halbwegs nach Plan läuft, können wir demnächst Kairo erobern. Was dann auch noch zumindest so ein bisschen Geld in die Kasse bringt. Die Frage, ob man es Italien gibt. Aber gut, vielleicht erstmal die Stadt frei schießen, bevor man die Beute verteilt. Ja, ansonsten fehlt das Geld. Leute sind am Positionieren. Und ich denke, wir können in den nächsten Zug heilen. Das wird dann gespart, um nächstes Mal noch mehr zu kaufen. Alter macht Sachen. Natürlich, da jetzt 7, 6, 5, der ist auch unterversorgt. Ich hoffe mal, wenn da nichts passiert. Sandsturm, das könnte ihn vor Flugzeugen schützen. Das ist alles gut. Dann an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei Kanal Honigblume mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.